an Platz Nummer 4 aller übergewichtigen Menschen. Nimmt pro Jahr um 5% zu. Low Carb für über 50-Jährige. Was ist Low Carb? Aber nicht nur für über 50-Jährige. Das ist auch für viele andere Menschen sehr, sehr interessant. Interessante Thematik. Das Berufsbild, das zwischenzeitlich im 21. Jahrhundert lebenden Menschen, hat sich in den letzten 40, 50 Jahren sehr stark verändert. Viele Menschen arbeiten nur noch im Sitzen. Den ganzen Tag 40, teilweise 45 bis 50 Stunden. Es gibt sogar welche, die 60 Stunden arbeiten. Arbeiten vorwiegend im Sitzen. Viele Menschen sind den ganzen Tag im Auto unterwegs. Gehen wir mal 30, 40 Jahre zurück, 50 Jahre zurück. Da war es schon so, dass viele Menschen viel mehr körperlich arbeiten mussten. Nicht jeder hat ein Auto, jeder hat ein eigenes Haus gehabt, im Garten dabei, hat ein bisschen was im Garten gemacht, hat Sachen angepflanzt, war einfach körperlich viel aktiver. Jetzt nicht sportmäßig, sondern einfach in seinem Berufsbild, inklusiv natürlich auch eben in seinem sozialen Umfeld. Heute hat der Bewegungsradius, der Bewegungsumfang von Menschen, der Aufwand, Energie zu verbrauchen, hat abgenommen. So, und in dem Verhältnis essen aber sehr, sehr viele Menschen noch zu viel Energielieferanten in Form von Energiespender, in Form von Kohlenhydraten. Im Moment ist es so, dass die meisten Menschen nicht sehr fettreich sich ernähren. Warum? Weil das Fett natürlich sehr schlecht gemacht wurde. Über Jahrzehnte hinweg wurde dem Fett immer die Schuld zugeschoben, dass die Menschen übergewichtig sind. Das stimmt nicht. Wenn, dann ist das Fett in Kombination mit Zucker. Wir Deutschen sind zwischenzeitlich an Platz Nummer 4 aller übergewichtigen Menschen. Tendenz steigend. Die Diabetikerrate nimmt pro Jahr um 5% zu. 5%. Und das kommt nicht daher, weil wir uns viel bewegen. Das kommt nicht daher, weil wir uns so gesund ernähren, sondern es kommt daher, weil wir unter einem Bewegungsmangel leiden, trotz dass wir die höchste Fitnessstudiedichte haben. Bewegungsmangel und natürlich auch das Ernährungsverhalten. Wenn ich Ernährungsprotokolle bekomme, ist von der Gesamtzufuhr der Kalorien, die meisten liegen bei 60-70% Zufuhr in Form von Energielieferanten, in Form von Kohlenhydraten. Und dazu noch in Form von Kohlenhydraten mit glykämisch hoher Last, das heißt völlig unnatürliche Kohlenhydrate. Ganz weit weg vom Ursprung. Das heißt, ein Weißbrot ist ganz weit weg vom Ursprung des Kornes. Ein dunkles Vollkornbrot, am besten ein Pumpernickel, ist ganz nah am Ursprung des Kornes. Der Kartoffelbrei ist ganz weit weg vom Ursprung der Kartoffel. Wisst ihr, was ich damit meine? Das bedeutet, dass die Low-Carb-Ernährungsweise, Low-Carb ist für mich nicht nur wenig Kohlenhydrate, sondern für mich ist es auch noch Slow-Carb. Für mich ist es auch noch so natürlich wie möglich. Die Low-Carb-Ernährungsweise bedeutet nicht No-Carb, nicht keine Kohlenhydrate, sondern eben angepasst auf den Bedarf. Und jetzt kommt das ganz Wichtige. Menschen über 50, die verbrauchen einfach wesentlich weniger Gesamtkalorien und verbrauchen auch wesentlich weniger Kohlenhydrate. Was machen wir über 50-Jährige? Hier mal ein, zwei Gläschen Wein. Da gehen wir mal am Wochenende Samstag, Sonntag essen mit Freunden und Bekannten, weil es natürlich auch schön ist, es ist ja auch toll. So, und da ist immer der größte Anteil von dem, was wir zuführen, Kohlenhydraten. Und wir wundern uns, dass wir über 50, jetzt kommt's, über 50 haben die meisten Männer schon einen viel zu großen Bauchumfang. Die haben einen viel zu hohen Körperfettwert. Frauen haben in der Regel, die zu mir kommen, einen viel zu hohen Körperfettwert. So, und von was kommt der? Das sind ja oftmals auch Frauen dabei, die essen nicht zu viel Gesamtkalorien. Man darf nicht immer nur alles auf die Gesamtkalorien sehen, sondern die Struktur, die Zusammensetzung. Auch das ist ausschlaggebend. Wenn ich 70% Kohlenhydrate zuführe und die alle noch im einfachsten Bereich zuckerlastig, weißmehllastig, die sehr schnell ins Blut fließen und danach eine hohe Insulinkonzentration zutage kommen, dann habe ich ein Problem.
Deswegen die Low-Carb-Ernährungsweise. Weniger Kohlenhydrate, weniger Energielieferanten. Für Menschen über 50 macht einen gewaltigen Sinn. Sowieso für Menschen, wie wir sind, wie hier in Deutschland der größte Anteil aller Menschen darstellen, die keinen hohen körperlichen Stressfaktor in Form von Belastung mehr haben, die ja ins Fitnessstudio gehen müssen, weil sie sonst gar nicht zu bewegen kommen. Da ist die Low-Carb-Ernährungsweise für mich ganz klar zu favorisieren. Wenn der ein oder andere laut schreit und sagt, das ist Bullshit, ich kann 500 Gramm Kohlenhydrate essen, dann mein Tipp an dich, geh nicht von dir aus. Geh nicht von deinem Stoffwechsel aus. Nämlich der größte Anteil aller ist es nicht so. Die, wo am lautesten schreien, oh, ihr mit eurer scheiß Low-Carb-Geschichte, was erzählt ihr von Quatsch? Das sind 20, 21, 25-jährige Menschen meistens, die natürlich im Blütes ihrer Safte stehen, die natürlich ordentlich Wachstumshormone bilden und die 4-5 Mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Hallo? Und dann natürlich noch einen Tagesablauf haben, der mit eines 40- und 50-Jährigen überhaupt nichts zu tun hat. Der 40- und 50-Jährige, der arbeitet 40 bis zu 50 Stunden, hat am Wochenende die Familie und geht weniger aus, schlägt sich weniger Nächte um die Ohren, macht hier weniger Party, der verbraucht auch weniger Energie. Und da hat in der Regel natürlich auch eben schon wieder einen Status, dass die Energieverwertung bedingt durch den Rückgang der Wachstumshormone der Gesamtkörper weniger Energie verbraucht. Und diese Erfahrung macht jeder, beziehungsweise 90%. Es gibt natürlich immer Menschen, die alles machen können, die genau das Gegenteil machen können. Das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Freunde, ich bin ein Freund von Low Carb. Wer Bilder von mir kennt, wer meine Leistung kennt, die ich als über 50-Jähriger noch bringe, im Sport und auch die Optik, ich habe demnächst wieder ein Fotoshooting. Da kann die Low-Carb-Ernährungsgeschichte nicht so falsch sein, Freunde. Weil ich bin das lebende Beispiel dafür. Low-Carb heißt nicht No-Carb. Alles Gute, bis bald. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Ernährung, deine gesunde Ernährung. Meine Aufgabe.